Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, das Video von heute sollte eigentlich am Dienstag kommen. Ich wollte die Verlosung bzw. die Ziehung live übertragen. Das haben wir gestern mal getestet mit einem Live auf TikTok. Die Internetverbindung bricht ständig zusammen. Das könnt ihr vergessen. Ich brauche auch für ein 10-Minuten-Video knapp 2 Stunden zum Hochladen. In Ultra HD über 4K braucht man gar nicht zu reden. Das dauert dann 4 oder mehr Stunden. Und deswegen ein kleiner Spaziergang durchs Winter Wonderland. Nicht, dass das so ganz zusammenhanglos erscheint, das Video. So. Ach ja, mir ist aufgefallen, ich habe in die Analytics geguckt. Das gibt's doch nicht. 50% der Leute, die mich schauen, haben mich nicht abonniert. Ja, also Abo kostet nichts. Gerne auch die Glocke daneben drücken. Ne? Ist kostenlos und ihr verpasst nichts. So. Der BMW. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Hinterkopfdichtung nichts hatte, kam dann noch ein Einwand von der Besitzerin, dass die Werkstatt gesagt hätte, der Wagen bliebe kalt. Kann ja nur die Heizung gemeint sein, weil die Anzeige hat ja Betriebstemperatur angezeigt. Ja, da immer mehr Mängel kamen und immer mehr Chaosmeldungen kamen, Chaosmeldungen in Bezug auf alles voller Öl und Wasser, bla 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 bla, was ich dann nicht feststellen konnte, habt ihr im letzten Video gesehen, habe ich gestern vorsorglich das Fahrzeug bei einem unabhängigen Gutachter durchschauen lassen. Ja, diesen Bericht, ne, ich brauche den einfach schlicht und ergreifend zu meinem Schutz. Beweisaufnahme, der Wagen ist in Ordnung. Für den Wagen hätte ich auch mehr bekommen können. Naja. Wie gesagt, unabhängiger Gutachter, falls da irgendein Blödsinn verzapft wird. So, und der Blödsinn fing auch gestern direkt an. Sie wollte den Wagen abholen, stieg aber selber nicht aus dem Auto aus. Irgendein Vogel, Typ, keine Ahnung, und ihre Lebensgefährtin kam und fing dann an, irgendein Zeug zu erzählen. Er setzte sich dann auch viertelschlau in die Karre rein und machte den Motor an, um zu hören, ob doch alles in Ordnung ist. Ich bin 32 Jahre im Beruf, ich höre bis heute nicht, ob eine Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Ihr kennt sicher, wenn ihr Autos mal verkauft habt und ihr verkauft Fahrzeuge an junge Damen oder so, die bringen manchmal einen mit, der Ahnung hat. Das ist dann meistens der größte Dummschwätzer aller Zeiten. Weiß gar nichts, macht einen Öleinfülldeckel auf und sagt dann, nee, dann lässt sich stehen, er hat jetzt die Zylinderkopfdichtung kaputt. Ja, die glänzen dann immer durch gewährliches Halbwissen, faseln dummes Zeug. Und dann denkst du dir nur so von wegen, ja, dann lass das Auto doch stehen, erzähl mir doch nicht Geschichten. Dann kauf ihn doch nicht. Willst du den Preis jetzt drücken oder möchtest du mir zeigen, dass du keine Ahnung hast? Das hast du geschafft. Ja, und so einer war das gestern. Wusste auch nichts, ne? Quakte da irgendwas rum und das Auto müsste nach Hamburg zur Werkstatt, bla 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 bla. Ja, deswegen bin ich vorher
Hab den Wagen begutachten lassen, hat Geld gekostet und zwar gar nicht wenig. Ja. Die Verlosung können wir nicht live machen. Ich werde die drehen. Die kommt Dienstag. Okay? Und es wird eine Überraschung geben. Es gibt nicht nur einen ersten Platz. Ich habe mal so ein bisschen die Ecken ausgefegt und siehe da, ich habe noch ein paar Diagnosegeräte gefunden. Jetzt nichts wahnsinnig Tolles, aber ja. Es sind Diagnosegeräte, mit denen man Live-Daten gucken kann und mit denen man arbeiten kann. Ihr habt es jetzt in den Videos gesehen, auch in diesem Video werdet ihr sehen, dass man mit dem Diagnosegerät durchaus das ein oder andere machen kann, wenn man es kann. Aber das versuche ich ja in meinem Kanal mitzuteilen. Also lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke weg oder drückt da drauf oder weiß der Teufel, ich glaube draufdrücken ist richtig, ne? Für wegen alle, ne? Nachrichten über den Kanal. Das hilft mir und hilft euch. Ich versuche ja immer ein bisschen dran zu bleiben, euch was mitzuteilen. So, und wenn die Diagnosegeräte rausgehen, haben wir schon wieder drei Leute. Drei Leute bekommen ein Diagnosegerät. Der erste natürlich das große Topdon. Ich habe noch zwei andere gefunden. Ja. Gut. Dienstag, wie gesagt, live geht nicht. Wir haben ja keine vernünftige Internetverbindung. Und ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis dann. So, wie man hier sieht, der Wagen ist schön kalt. Stand jetzt die ganze Zeit. Ich habe ihn abgeschlossen. Mein Gott. So. Ja, ist schön eingefroren. Mit der Besitzerin gesprochen. Die Werkstatt meinte, es ist ein großer Defekt, weil der Wagen so kalt bleibt. Wir haben also festgestellt, dass der Wagen durchaus bei einer Betriebstemperatur auch bei diesem Wetter erreicht. Er erreicht seine Betriebstemperatur. Ergo, der Thermostat ist in Ordnung. So. Was er mal gemeint haben könnte, wäre die Heizung, dass die so kalt bleibt. Daraus einen Defekt abzuleiten, ist allerdings sagenhaft inkompetent. Ernsthaft. Wenn die Heizung nicht funktioniert, gucke ich, ob die Heizung Durchfluss hat. Wenn die Heizung Durchfluss hat, in diesem Fall hier haben wir eine Klimaautomatik, gucken wir, ob die Klimaautomatik auf warm schaltet. So eine Klimaautomatik bei BMW hat einen wesentlichen Vorteil, die kann man auslesen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Geräten, die bei euch in den Ecken der Werkstatt vollstauben, die ihr nur rausholt, um teure Defekte zu diagnostizieren, weil da irgendwelche Fehler auftauchen. Folgendes muss ich austauschen. So, das funktioniert so nicht, man kann die Dinger auch anders benutzen. Habt ihr im letzten Video gesehen, wie ich den Thermostat überprüft habe? In dem Fall hier BMW, Kennfeld gesteuerter Thermostat. Ne? Ja, weil irgendjemand in den Kommentaren wieder offensichtliche Dinge nennen musste. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ein grundsätzliches Wissen über Fahrzeuge da ist, wenn man meinen Kanal guckt. Ich gehe mal einfach davon aus. Interesse auch gut. Einfach nachfragen, ne? Wenn man es nicht weiß. Ja, BMW hat in den Teilen hier angefangen mit Kennfeld gesteuerten Thermostaten. Ganz einfach, um die Effizienz des Motors zu erhöhen. Oh Gott. Ja, schweinekalt. Das sind immer Zwerge, diese Fahrzeuge fahren müssen. So. Dongel. Also machen wir die Zündung an. Zündung ist an, Gebläse runter, Auslesegerät anschmeißen, minus 2 Grad haben wir, er warnt auch gerade. Nicht Bugatti, sag mal, krumme Finger.
So, wir sind drin. So, in diesem Fall wollen wir Folgendes wissen. Wo haben wir die Klimaanlage? Ah, da. Klimaanlage. Fehlercode lesen. Ach, guck mal. Kann es eventuell sein, dass der Wagen deswegen zu kalt läuft, beziehungsweise die Heizung zu kalt ist? Ja. Also manche Leute, ne, die hatten wirklich in der Berufsschule nur singen und klatschen. Oh Mann, ey. Code löschen, der wird garantiert bleiben. Neu ausgelesen, da ist die Zusatzwasserpumpe wieder. Versuchen wir es nochmal. Aber die ist wahrscheinlich platt. Ja, die wird sie aufgehängt haben während der ganzen Geschichten, die sie jetzt mit ihm veranstaltet haben. Ja, mal rausgehen, Datenstrom lesen. Heizungskontrolle. Außenkontrolle, Innenraumtemperatur. Wärmetauschertemperatur. Man soll es nicht glauben, ne? Aber man kann solche Autos auslesen. Außentemperatur minus 45 Grad. Innenraumtemperatur 10 Grad. Wärmetauschertemperatur 5 Grad. Okay, der Außentemperatursensor beliebt zu scherzen, zumal er das irgendwie so nicht meint. Ach ja, zum Thema KGE, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Wir nehmen alle drei Daten mit in das Ding aus. Okay. Jetzt machen wir die Heizung an und zwar auf die Frontscheibenenteisung. Die hat's nötig. Ih, da liegt ein Brötchen. Ja. Okay. Ich gebe ihm jetzt ein bisschen Gas, weil das schweinekalt ist. Ein bisschen Temperatur hat er schon gekriegt. 1,5 ist immer ganz gut im Durchschnitt. Dann wollen wir mal gucken. Hier zu jetzt. Ah. Wärmetauschertemperatur. Da oben ist ein Knick. 6. Sechseinhalb. Ja, startet. Gut, bis das mit der Innentemperatur ankommt und dass die Außentemperatur sich nicht ändert, ist auch klar. Aber ich will gucken, ob der Wärmetauscher durchflutet wird. Wir sind temperaturtechnisch jetzt da so. Acht Grad. Ja, sieht man. Ja, ich weiß wirklich nicht, wofür die Leute ihre Auslesegeräte haben. Außer um reinzustecken, Fehler, tausche ich aus. Die Dinger haben mehr Funktionen, wie man hier sieht. Ne? Ich arbeite ganz gerne damit. Man kann das schon interpretieren, wenn man das denn kann, wenn man sich damit beschäftigt. So, jetzt haben wir auch 10 Grad im Wärmetauscher.
So, jetzt müsste der Thermostat aufgehen. Ich glaube, ist er schon. Weil der Wärmetauscher ist ein bisschen runtergegangen. Die Scheibe ist mittlerweile komplett enteist. Das ist die Zusatzwasserpumpe für die Heizung. Und dieses Ventil. Hat die S-Klasse übrigens auch, der W220. Also meine hatte das damals. Auch das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Das festzustellen. Der ist jetzt auf die normale Wasserpumpe angewiesen und dafür klappt es einfach. Das klappt einfach nicht. Ja, wenn das Kühlwasser selber jetzt nicht mit dieser Zusatzwasserpumpe durch den Wärmetauscher gepumpt wird, funktioniert das mit der Heizung nicht hundertprozentig. Ja, solange Drehzahl da ist, kein Ding. Dann läuft die Wasserpumpe auch dementsprechend hoch. Ja, wir haben jetzt 24 Grad im Wärmetauscher. Ich fühle mal oben. Ja, ist plausibel. So, jetzt gehe ich vom Gas runter. Die Zirkulation hört auf. Ja. Einmal auslesen. Da wäre dann diese Zusatzwasserpumpe leicht feststellbar gewesen. Jetzt stürzt der Wärmetauscher ab, weil er einfach nicht mehr durchströmt wird, also nicht mehr ausreichend. Ne? Sobald ich wieder Gas gebe, kommt heißes Wasser, Kühlmittel. So, und diese Zusatzwasserpumpe von der Klimaanlage sorgt einfach dafür, dass das halt heiße Kühlmittel im Stand, also bei Leerlauf, auch durch den Wärmetauscher durchgepumpt wird. Da ist bei Mercedes, wie gesagt, genau das gleiche in grün, bei der S-Klasse. Du hast den Motor, der läuft super, der läuft auch perfekt und sowas alles in der Richtung. Und sobald du den Ausfall hast von dieser Heizungspumpe, passiert da gar nichts mehr mit Heizung. Wir durften die ganze Zeit mit Sitzheizung fahren. Von daher ist dieser Defekt ja auch sehr einfach festzustellen. Ich weiß nicht, wie man bei so einem Defekt, zumal der Wagen ja auch heizt, ganz normal. Wir sehen ja die Temperatur im Wärmetauscher. Man kann es ja auch spüren, hier oben zum Beispiel. Ja, so steigt dann auch die Innenraumtemperatur. Also, Birne einschalten, bevor man Auto diagnostiziert. Ganz einfach. Zwei Leute, ich mache ihm ja keinen Vorwurf großartig. Ne? Wenn er es nicht kann, kann er es nicht. Das ist einfach so. So. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Dann repariere aber auch bitte keine Autos. Und lass das mit den Kunden sein. Wenn du sowas nicht weißt, wenn du solche einfachen Diagnosen nicht erstellen kannst, und das ist wirklich einfach, das kann man auch mit normalen Messgeräten hinkriegen. Selbst mit einem Thermometer wird das hingekriegt. Dann lass die Finger von Kundenfahrzeugen, ganz einfach. So, wie ihr im Video gesehen habt, wissen wir jetzt auch, wo das Problem liegt, dass er kalt bleibt. Auch das ist nicht die Zylinderkopfdichtung. Ja, das ist das Gute, wenn man Gespräche, die auf dem Hof stattfinden, vorne am Eingang steht ja ein Schild, ja, dass das ganze Grundstück videoüberwacht ist. Ihr habt ja auch meine Tiervideos gesehen. Überall sind Kameras. Ja, man kann ja mal irgendwas auffangen, ne? Dann kann man das veröffentlichen. Ja, auch Gespräche mit Kunden sind dann dank Aufkleber vorne. Dieser Hof ist videoüberwacht. Das sind gerichtsverwertbar. Ergo, Dinge, für die ich nicht verantwortlich bin, muss ich an dem Auto nicht bezahlen, mache ich auch nicht. Würde ich machen, wenn man mit mir vernünftig umgeht. Ja, wenn man mir doof kommt, komme ich doof zurück. Das ist das mit dem Wald. Ja, wie man reinruft und so weiter, kennt ihr ja. Ja. Das ist so. Wenn man vernünftig mit mir umgeht, gehe ich vernünftig mit anderen um. Ich habe auch schon Autos verschenkt. Ihr kennt das.
Kein Problem. Ich bin auf das Geld nicht angewiesen. Ich habe den Kühlmittelbehälter, obwohl sehr fragwürdig aufgeplatzt, kostenlos getauscht. Kühlmittel G48, auch jetzt nicht umsonst zu kriegen. Das Stoßdämpfer-Ding, okay, mein Fehler, zugegeben. Alles kostenlos. Hm? Aber wenn jemand eine Fehlbedienung beim Fahrzeug macht und nicht mal schafft, Blätter vom Kühler wegzumachen, sorry, und dann noch doof kommt, dann strike ich auch. Stimmt nicht, ich strike nicht, ich streike. So. Ich wünsche euch was. Sonnenuntergang findet gerade hinter Bäumen statt und man sieht ihn kaum. Sanft starten die Woche. Bis zum nächsten Video.